Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hört und hört nicht auf. Ich habe heute ein weiteres .io-Spiel für euch in der Tasche. Es ist nicht so wirklich ein .io-Spiel. Die URL ist, wie man hier schon lesen kann, biome3d.com. Aber es ist eigentlich so an sich Agario in 3D. Wenn man sich jetzt den Hintergrund so anschaut, dann bemerkt man, es ist jetzt nicht wirklich sonderlich hübsches 3D, eher so ein bisschen zweckmäßig und so wirkt das Spiel auch. Also es ist eher eine Spielerei, als dass ich jetzt sagen würde, das wird der nächste große .io-Hit, so wie Slither.io zum Beispiel. Aber man kann sich's mal anschauen. Ich möchte es euch mal zeigen, einfach weil es ja ganz cool ist, das in diese dreidimensionale Ebene zu bewegen, das Spielprinzip. Geben wir uns kurz einen Namen, was ganz Kreatives, dreidimensional. Ich wollte mich eigentlich dreidimensionale Zone nennen, aber ich habe das Zeichenlimit erreicht. Dann kann man sich noch einen kleinen Skin geben. Zum Beispiel Pikachu ist mit am Start, Homer ist am Start, Obama, Spider-P-Man, wahrscheinlich Spider-Pig-Man. Wir sind einfach mal ein kleiner Smiley, dann können wir unsere Gegner die ganze Zeit angrinsen und jetzt geht's los. Also, kurzerhand erklärt. Ich präsentiere es ja immer so ein bisschen und ich habe auch direkt eine Taktik mit parat, mit der ihr hier so einiges reißen könnt in Agario 3D. Also wenn ihr dann da irgendwie, also das heißt ja eigentlich Biome 3D, aber wenn jetzt einfach mal Agario in 3D, denn das ist es ja. Es gibt auch wunderschöne Bäume hier irgendwie mit auf der Fläche, also alles sehr, sehr bunt gehalten und man sammelt hier wie gehabt diese Bobble ein. Und die super tolle Profi-Taktik, die man hier fahren sollte, erstmal ist noch wichtig, mit WASD kann man die Kamera bewegen. Und das ist auch so, würde ich sagen, mit der interessanteste Aspekt an dieser Version, weil man halt sich so ein bisschen umschauen muss auch, um alles im Blick zu behalten, weil ich sehe ja jetzt zum Beispiel, was hinter mir ist, nicht so viel von. Im originalen Agario, da habe ich ja diese Vogelperspektive, diese Draufsicht und immer auch eine gute Umsicht deswegen, aber hallo. Das ist direkt der größte Spieler mit einer Masse von fast 16.000. Jedenfalls ist das ganz cool hier, dass man irgendwie die Kamera frei bewegen kann. Aber kommen wir zur Taktik. Die Taktik geht wie folgt. Man teilt sich mit Leertaste und das macht man die ganze Zeit. Und dann geht man hier so ein bisschen über den Boden wie so ein Staubsauger. Denn im Gegensatz zu Agario, ich fühle mich, als würde ich hier so eine richtige Präsentation halten. Ich bin mir sicher, dass auch bald aufgrund von diesen ganzen IO-Spielen und wie gut die eben ankommen und wie häufig die gespielt werden, dass bald ein Studiengang existieren wird. Also bestimmt kannst du bald irgendwie diese ganzen Games studieren und wenn du dann also es wird dann in so einem Vorlesungssaal gemacht und wenn du länger als, ja, sagen wir mal, 10 Minuten lang es nicht in die Top 10 reinschaffst, dann wirst du rausgeschmissen. Und wo bist du denn dann? Ohne Agario-Studium kommt man heutzutage im Leben noch gar nicht mehr weiter. Also da geht, glaube ich, die Reise hin. Aber um meine Taktik genauer zu erklären, ihr habt es bestimmt schon erkannt, dann macht das hier so staubsaugermäßig. Man teilt sich immer, man ist sehr schnell unterwegs, man wird nicht, also bei Agario fand ich es immer super gefährlich, sich zu teilen. Hier geht das irgendwie ein bisschen besser, ist man ein bisschen flexibler unterwegs, da muss man ein bisschen flexibel sein. Ja, ganz wichtig. Hat ein großer Philosoph mal gesagt. Und dann teilt man sich einfach immer wieder und saugt hier auf und gerade für den Anfang ist das einfach ganz praktisch, um schnell ein bisschen Masse zu... Jetzt haben wir ein Problem, wenn ich das mal so anmerke. Jetzt haben wir ein ganz schönes Problem sogar. Wow, okay. Das war kurz tricky. Ich habe mich aber, glaube ich, nochmal gefangen. Das war eine spannende Situation, ey. Ich habe heute eine Aufnahme von dem Spiel schon voll in den Sand gesetzt, am Ende eher von technischer Seite aus als von Commentary-mäßiger Seite aus und deswegen nehme ich das hier jetzt alles nochmal auf, aber so eine unfassbar spannende Situation, die hatte ich da nicht und das stimmt tatsächlich, denn wenn das Spiel hier ist, hat einen Nachteil, es ist irgendwie ein bisschen langsamer, nicht wirklich einfacher, aber es ist irgendwie ein bisschen langsamer, es ist halt so... Der Gag ist, dass es 3D ist. Und dann freut man sich über das 3D und hier kommt so ein dicker Teaser von der Seite. Und zum Glück haben hier auf dem Server noch nicht so viele meine Taktik rausgefunden. Weil es gibt dann schon Leute, die das rausfinden und dann geht's los, ne? So, und jetzt habe ich hier... Das könnte ein Problem werden, ich teile mich mal besser wieder. Zum Glück wird man sehr schnell, wenn man sich teilt. Und man wächst auch schneller wieder zusammen als bei Agario. Jetzt habe ich hier nur... So, Dankeschön. Ist aber noch irgendwer hinter mir her? Niemand ist hinter mir her. Das ist doch toll. Hier, ihn könnte ich jetzt vielleicht... Bin ich dafür schon groß genug? Ich könnte ihn verarschen. So, ich habe ihn mal verarscht. Hat auch geklappt. Oh, da ist aber... Wie kann er so schnell sein? Das ist doch ein Joke! Das ist... Was? Okay, ich weiß nicht, wie... Der war doch größer als ich. Der kann doch nicht schneller sein, wenn er größer ist als ich. Das war ja... Wahrscheinlich lag es am Namen, aber dann zeige ich euch noch einen anderen Skin. Gib mir einen anderen Namen. Ich brauche irgendwas... Irgendwas, was catcht. Irgendwas... Das sind ja keine Kreise, sind eher so Hügel.
Dann nenne ich mich jetzt Hügel Horror. Ich bin der Hügel Horror. Da brauche ich noch irgendwie einen anderen krassen Skin. Strollface vielleicht? Jackie Chan. Das klingt gut. Das sieht auch wirklich sehr toll aus. Ich hätte mich eher darüber gefreut, wenn es wirklich ein Foto gewesen wäre. Wieso bin ich denn mit Masse gestartet? Es ist auch sehr voll. Also irgendwie, als ich vorher aufgenommen habe, war das deutlich leerer hier. Und ich weiß immer nicht, wie hier große fast so schnell, vielleicht haben die schon angefangen zu, es sind bestimmt Hacks. Die hacken bestimmt alle. Ich habe mich ja jetzt wirklich wieder mit den EO-Games ausführlicher beschäftigen dürfen. Hab ja auch jetzt erst zuletzt eine Runde Slither.io zusammen mit Keysjaw gespielt. Und wenn ich jetzt so mein kleines Fazit ziehen dürfte, was irgendwie den neuen EO-Hype angeht. Was ist denn hier los? Wieso sind denn hier so viele Oschis? Ich hau ab, ey. Voll ab durch die Mitte. Wieso ist denn hier so viel los? Das war doch vorher nicht so. Das macht mich völlig fertig. Vorher war das immer mega entspannt und da hat diese entspannte Taktik auch richtig gut funktioniert, aber jetzt ist hier viel zu viel los. Also, mein Fazit, ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe bei meiner Aufnahme von Supersnake.io. Ich verlinke euch vielleicht die ganzen .io-Videos noch in der Beschreibung, falls ihr da noch irgendwas verpasst haben solltet. Ich habe einfach jetzt wieder viel mich mit den verschiedenen Versionen, sage ich mal, beschäftigt, außer mit Agario, weil das hat mich jetzt nicht wirklich irgendwie nochmal gecatcht, das nochmal auszuprobieren. Wobei ich das ja auch irgendwie vor 3-4 Wochen nochmal aufgenommen habe, bevor das losging mit Slither.io. Jedenfalls bei Supersnake.io war der Ersteindruck sehr, sehr gut und ich dachte mir so, ja, das ist doch vielleicht fast noch mal ein bisschen ansprechender als Slither.io, aber so jetzt am Ende, wenn ich mich jetzt gerade auch in irgendwelchen Skype-Konfis sitzen sehe, Skype-Gesprächen, Teamspeak oder sonst was, wenn ich da mal so ein freies Minütchen habe und irgendwie was nebenbei daddeln möchte, dann ist es aktuell eher, das ist der Hack doch, das kann mir doch keiner erzählen, das kann mir doch keiner... Das ist doch, der kann doch nicht, was ist denn los? Der will doch wirklich, also das ist doch ein absoluter Witz, ey. Also was für ein Blödsinn, als ob der so schnell sein kann, obwohl er so groß ist. Oder vielleicht hat er auch nur gut gespielt und mich gut abgeschossen. Jedenfalls, Slither.io ist, finde ich, aktuell das beste IO. Da könnt ihr ja auch gerne mal in den Kommentaren so ein bisschen texten, was euch am meisten gefällt. Es gibt noch irgendwie ein Wings.io, das ist irgendwie mit so Flugzeugen. Damit bin ich gar nicht warm geworden. Aber es ist echt krass, ey, was dieses einfache Spielprinzip auch für viele verschiedene Spiele inzwischen hervorgebracht hat. Also ich beobachte das immer sehr gespannt und vielleicht kommt ja irgendwann das ultimative .io. Die ultimative Version von ich sammle kleine Bobbles ein und werde immer größer. Ja, hier, der grüne Bobbel, der denkt sich schon wieder, der will schon, ja genau, danke fürs Essen, danke fürs Füttern, willst du ganz rein? Hast du Bock drauf? Irgendwie, anscheinend nicht. So, das hier nehme ich mir auch noch mit, das hier auch noch, oh, das war ein Fehler, das wäre fast ein Fehler geworden, da hätte ich mich fast selbst jetzt ausgeschossen. Jetzt läuft es ja zumindest mal wieder so ein bisschen, also eine gewisse Größe muss man natürlich immer erreichen, um hier ordentlich am Schlüssel sein zu können. Bleibt der auch stehen? Ja, da war einfach einer AFK. Fand ich jetzt... Hä? Bewegt er sich auch? Ja, er bewegt sich auch. Ich dachte, der steht da. Einfach nur so ein weißer Berg in der Ferne. Eine Insel mit zwei Bergen und einem großen grauen Pferd. So ging der Text nicht, aber... Ja, Jackie, falls sich Jackie vielleicht melden möchte, irgendwie nach dem Video hier, um mit mir einen kleinen Film zu drehen oder so... Fände ich cool. Fände ich hier, man kann auch so in die Verfolgerperspektive, man kann hier wirklich einen Film draus drehen. Hier so in die Verfolgerperspektive rein. Ja? Wirklich mittendrin. Man ist dann wirklich mittendrin. Es ist dann nicht mehr so ein. Ist nicht mehr so abstrakt. Nein, man ist plötzlich der Halbkreis, muss man ja sagen. Man ist plötzlich da. Oder hier diese Army. Guck dir das an. Wow. Aber da muss man echt aufpassen. So kann man nicht spielen. Aber das macht es natürlich ein bisschen cinematischer. Ja. Sind wir bei 604, wir bräuchten 1700, um in die Topliste reinzukommen. Ich habe mir fest vorgenommen, für diese Aufnahme, dass es nicht wieder so eine halbe Stunde Nummer wird irgendwie, sondern dass ich mal ein bisschen, ne, auch noch zeitlich im Rahmen bleibe, aber das ist halt dieses blöde Addicting-Spielprinzip, dass man dann doch noch irgendwas reißen möchte, ganz gerne. Aber das gegenseitige Einsaugen ist hier dann doch nicht so einfach. Oh Gott, das sieht echt ein bisschen lustig aus. So, wieder zusammengepackt, dann haut er natürlich wieder ab. War leider nicht nah genug dran, der Dude. Wäre nah genug dran gewesen, dann hätte man da vielleicht irgendwas draus machen können, aber er war nicht. Er war es leider einfach nicht. Ja, dankeschön. Ich weiß nicht, warum der eine mir hier gerade das gegönnt hat. Aber anscheinend war ich würdig. 801 ist jetzt meine Masse. Kann man mit arbeiten, du. Da kann man schon mal mit arbeiten. Ey, hier ist auch fleißig dran.
hätte ihn gerne. Ich hätte ihn so gerne. In mir. Wisst ihr, ihr habt ja immer diese schöne Musik im Hintergrund, wodurch das alles sehr entspannend wirkt. Für mich herrscht immer Totenstille, wenn ich das hier aufnehme. Ich habe ja absolut keine Musik im Rücken. Für mich herrscht Totenstille und es wirkt irgendwie wie so ein, als würde ich irgendwas Verbotenes tun, auch so ein bisschen. So, jetzt versuche ich ihn hier mal. Das sieht doch gut aus. Komm schon. Baby Girl! So, kurz nochmal ganz geteilt. Warum denn auch nicht? Jetzt denkt er sich natürlich, ja, gehe ich Oschi machen. Ich denke mir, tschüss. Tschüss, denke ich mir. Tschüss, war eine schöne Zeit mit euch. Meine Jackie Chan Armee macht sich wieder auf. Wir wandern weiter. Wir sind wie so ein Schwarm. Wie so ein Vogelschwarm, der in den Süden fliegt. Nur, dass wir immer in viele verschiedene Richtungen fliegen. Wir, das Jackie Chan Kollektiv. Jackie Chan ist ein Organismus. Jackie Chan will dich in sich haben. Okay, das war eine komische Formulierung. Weiß ich nicht, ob Jackie Chan sich, also, weiß ich jetzt nicht. Muss mit ihm reden, ob da irgendwie, ob er Interesse hat. Ja, die Stille fängt so ein bisschen an, mich zu übermannen. Es wird auch irgendwie ein bisschen traurig. Ich finde es gerade ein bisschen traurig. Obwohl das alles so farbenfroh ist, wird, je länger man es spielt, das hatte ich vorher auch schon, je länger man das spielt, desto trauriger wird es irgendwie. Und ich kann euch nicht genau erklären, warum, aber es ist so. Teilt man sich wieder in 5000 kleine Jackie Chans und versucht wieder den Boden zu staubsaugen. Hallo, ich bin der Hügelhorror. Der Hügelhorror! Ich bin der Hügel! Ich bin der Hügelhorror! Ich glaube, das macht den Leuten keine Angst. Ich glaube, Hügelhorror ist auch irgendwie. Das klingt wie so eine. Oh, ich bin nicht. Ich gebe kein Vollgas. Warum gebe ich kein Vollgas? Ich muss drehen, ich muss wenden. Wenn man irgendwie auch die Kameraperspektive kann auch ein bisschen die Geschwindigkeit beeinflussen. Also Hügelhorror klingt eher irgendwie wie so ein, wie heißt es, gibt so eine ganz bestimmte literarische Sparte, wo es so um so Alpenkrimis, Almkrimis, so ein bisschen so Dorfkrimi geht. Da gibt's ganz vieles. So irgendwie im Skiurlaub, auf der Alm, da wird gemordet. Sowas. Das gibt's. Ist toll. Will er hier kommen? Ja, da habe ich ihn mitgenommen. Lass mal, man darf sich nicht zu nah an den Käfig. Oh, ich bin auf dem 10. Platz. Habe ich das tatsächlich noch geschafft? Werde denn damit gerechnet? Der Hügelhorror, mal wieder habe ich mir einen Namen in einem Agario oder in einem IO-Spiel. Ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Ne? Ja, Punkt IO-Spiel. Wie will man es denn sonst nennen? Mal wieder habe ich mir einen Namen gemacht. Die Leute wissen jetzt, Hügelhorror ist etwas, womit sie rechnen müssen in ihrem Leben. Und das geht auch nicht mehr weg. So, hier, der Bobbel da, der denkt sich jetzt, ach ja, ich schnapp ihn mir, ich nehme ihn mir, ich hau ihn rein. Das war ein Fehler. Das war ein dreister Fehler, denn ich schnapp mir ihn. So rum läuft das hier, so rum läuft das Game. Ach, guck mal, er macht meine Taktik nach. Der Pikachu, ey. Da hat er erkannt, warum ist er so schnell? I don't know. Aber ich find's nicht gut. Ich find's nicht gut, dass er so schnell ist. Genau, natürlich! Wo sind wir denn hier? Von Pikachu auseinandergenommen. Nimm mich doch gleich ganz mit zumindest. Sei doch nicht so ein Assi und mach das hier so halbgar. Magic Man, hier bald seine Vorstellung irgendwie in Las Vegas. Da zeigt er euch, wie schnell er Gurken schneiden kann. Das ist seine Magic Power. Er schneidet die Gurken schneller als kein Zweiter. Das war die Vorstellung von Agario in 3D. Ich würde euch raten, das mal auszuprobieren. Also es ist eine nette Erfahrung, irgendwie das mit der Kameraperspektive und sowas, dass man die verändern kann und irgendwie cool, das mal in 3D umgesetzt zu sehen. Aber ich denke jetzt, für die paar Tage, die ich mich noch mit EO beschäftigen werde, oder vielleicht noch ein, zwei Videos zu machen werde, vielleicht nochmal mit Keyshaw zusammen eine Runde Slither.io, das ist, Slither.io schneidet hier aktuell am besten ab in der Gesamtwertung. Aber das habe ich ja schon in meinem Fazit erwähnt. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Bewertung und Kommentar mitteilen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, schüttel und reingehauen.